Monatelang ziehen wir unsere Jungpflanzen mit voller Begeisterung und wohltuender Wärme, Sicherheit und auch mit eventueller zusätzlicher Lichtbeigabe vor. Die sind dann ziemlich verwöhnt und sind diese rauen Umwelteinflüsse da draußen nicht mehr ganz gewöhnt, zum Beispiel die Sonne und dem Wind. Allerdings ist es wichtig, unsere Pflanzen genau darauf vorzubereiten, beziehungsweise im Allgemeinen auf unseren Garten und Standpunkt. Deswegen ist es halt umso wichtiger, die Pflanzen richtig abzuhärten. Ignorieren wir das und stellen unsere Jungpflanzen, die seit Monaten im Haus sind, einfach raus in die Sonne mit dem Wind und auch den anderen Umwelteinflüssen, dann ist unsere Arbeit in der Vorzucht sozusagen für die Katz gewesen. Denn es kann schnell passieren, dass die Pflanzen einen Sonnenbrand bekommen, sieht man weiße Flecken oder die unter einem Schock erleiden und dadurch halt in ihrem Wachstum zu stark gehemmt werden und sich dann von diesen Schocks bzw. von diesem Schadbild von dem Sonnenbrand erstmal wieder erholen müssen. Das Abhärten ist dazu da, um unsere Pflanzen an die Außenbedingungen anzupassen und somit sie auch zu stärken. Beispielsweise, dass sie halt die ganz normale Sonne gut aufnehmen können, hier dunkelgrüne Blätter entwickeln und keinen Sonnenbrand bekommen, oder auch beim Wind, wenn sie dann dadurch kräftigere Stiele zum Beispiel bilden, weil sie durch den Wind immer hin und her geschwenkt werden. Außerdem lernen die Pflanzen auch besser mit Temperaturunterschieden klarzukommen. Das merkt man zum Beispiel, wenn die Pflanzen, wenn es in der Wohnung 25 Grad ist und sie dann rausstellt bei 15 Grad, dass sie halt dann ihre Blätter zum Beispiel hängen lassen. Das ist halt zum Beispiel ein Zeichen von diesem Schock. Zusätzlich wird auch die Wurzelentwicklung verbessert, weil die Pflanzen dadurch animiert sind, durch das Abhärten ihre Wurzeln tiefer zu strecken, um halt hier besser ans Wasser ranzukommen. Also wie gehen wir jetzt beim Abhärten vor? Also hier erstmal Schritt für Schritt. Das Abhärten kann mehrere Tage oder Wochen dauern, je nachdem, um welche Pflanzen, Kulturen und Sorten es sich handelt. Also ich werde es so machen, dass ich die Pflanzen an den ersten Tag vielleicht für eine halbe Stunde rausstelle in die Sonne auf die Terrasse oder auch bei mir in den Folientunnel. Der Ort sollte am Anfang windgeschützt sein, weil wenn eure Pflanzen nicht so einen kräftigen Stiel haben und es kommt dann wirklich ein starker Wind, den wir die letzte Woche ja auch hatten, dann knickt die Pflanze um, kann dann auch deswegen eingehen oder der Stiel abbrechen, und das muss auch nicht unbedingt. Nach dieser halben Stunde stelle ich die Pflanzen entweder in den Schatten, wenn es warm genug ist, oder auch wieder dort zurück an die Vorzuchtstation im Haus. Nach ungefähr 2 bis 3 Tagen erhöhe ich dann noch die Dauer von 30 auf 45 Minuten und schaue, wie es den Pflanzen da geht. Wenn ich sie dann reinstelle und ich merke dann am Abend, okay, die haben schon leichte Sonnenbrandflecke oder die sind dann nicht ganz so gut klargekommen, lassen ihre Blätter noch zu lange hängen, dann gehe ich auch ein paar Schritte wieder zurück und mache wieder nur die 30 Minuten. Und so tue ich dann langsam herantasten, ob ich dann irgendwann eine Stunde machen kann oder 2 Stunden, 3 Stunden oder auch den ganzen Tag rausstellen kann. Und in der Regel ist es ja bei den Tomaten, Auberginen und Paprika bei mir so gewesen, dass nach ungefähr 1 bis 2 Wochen konnte ich sie dann auch den ganzen Tag stehen lassen. Aber immer wichtig, beobachten, wie geht es euren Pflanzen, und dementsprechend schauen, wie lange ihr eure Pflanzen in der Abhärtung lässt. Mehr gibt es auch nicht zu beachten. Sofern ihr dieses Video einen Mehrwert gegeben habt, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie bei dir das Abhärten so ausschaut. Ob es wie bei mir ist, dass ich hier plattenweise für eine halbe Stunde lang meine Pflanzen rein und raus stelle, oder ob du vielleicht ein einfaches System hast. Vielleicht hast du irgendwie so einen kleinen Wagen, wo du dann einfach deine Pflanzen draufstellst und dann in 5 Minuten das alles rausschiebst. Würde mich sehr interessieren, wie du das alles so handhabst, ob du irgendwelche Systeme entwickelt hast. Gerne auch den Kanal für weitere Tipps und Inhalte kostenlos abonnieren, damit du hier einfach nichts verpasst. Und ich werde dir jetzt auch hier noch in der Endkarte, findest du weitere Videos zum Thema Permakultur und auch Vorzucht. Hier eins meiner letzten Videos, auch wie du zum Beispiel zum faulen Gärtner wirst. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei, da findest du auch Coaching und Kursangebote, falls du dich weiter mit der Thematik Permakultur und Selbstversorgung interessierst. Und auch hier findest du zum Beispiel Saatgutlisten von mir, weitere Blog-Einträge, wie du einen Permakulturgarten aufbauen kannst und so weiter und so fort. Auch hier gerne reinschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Permakultur, Selbstversorgung oder auch Gesundheit. Wir sehen uns.